Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Es rauscht hier irgendetwas ganz dramatisch. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ich höre es hier ganz schlimm rauschen. Ich sage euch mal unser Thema. Wir haben ja heute ein festes Thema. Das Thema heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Ich möchte gerne mit euch über solche Erlebnisse sprechen, über vielleicht schwere Arbeitsunfälle oder vielleicht seid ihr Straßenbahnfahrer und es hat sich jemand vor euren Wagen, eure Bahn geworfen. Oder vielleicht seid ihr Ersthelfer und habt schon sehr schlimme Dinge sehen und erleben müssen, die euch gar nicht aus dem Kopf gehen. Wenn das so ist, dann meldet euch hier bei uns 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. So, jetzt muss ich meine Regie fragen, ob man das draußen auch hört, weil ich bin völlig verrauscht auf dem Kopfhörer. Ja, also man hört es draußen auch. Das Problem versuchen wir jetzt in den Griff zu kriegen. Und wir werden jetzt einfach mal tapfer anfangen. Ich hoffe, das nervt euch draußen nicht zu sehr an den Radiogeräten und im Fernsehen. Die Kollegen im Hintergrund arbeiten jetzt da dran, um das zu reparieren. Es beginnt mit Lara. Und Lara ist 28 Jahre alt. Hallo Lara. Hallo. Hallo Lara. Ja, das Thema ist Schockerlebnisse bei der Arbeit. Richtig. Ja, es ging bei mir vor 4 Jahren, war das auf der Arbeit gewesen. Ich hatte ein eigenes Filiale gehabt. Was hast du, ein eigenes? Eine eigene Filiale, also Textil verkauft, ja. Ja. Und das war samstags, ich wollte die Ware von draußen reinholen, dann lag ein Mann bei uns am Schaufenster so, halb mit dem Kopf so auf die Scheibe drauf und dann stand noch ein Mann mit einem Kind, da habe ich auch mal gucken gegangen, habe gedacht, bestimmt so ein Penner, der sich da hingelegt hat und habe gesehen, dass er eine Platzwunde am Kopf hatte. Mhm. Und da habe ich gedacht, ach, der verblutet oder der hat sich den Kopf gestoßen, habe den halt versucht anzusprechen. Mhm. Er war nicht ansprechbar, er war wohl schon am Sterben, nur ich habe das nicht gemerkt durch Panik und so. Ich mache mir sehr viele Vorwürfe, weil ich halt nicht richtig reagiert habe. Ja, und habe halt die ganze Zeit versucht, ihn anzusprechen und der Mann, der da stand, hat versucht, ihn zu beatmen, aber sein Kopf war so gesehen an der Scheibe angedehnt. Man muss ja den Kopf nach hinten lehnen, um zu beatmen. Aber in dem Moment hat man gar nichts mehr gepeilt. Ja. Und er hatte auch, wie gesagt, Pipi gemacht in die Hose. Und ich hatte mich da reingekniet. Mhm. Und dann kam auch irgendwann der Krankenwagen, hat man den versucht, 45 Minuten lang wiederzubeleben. Er ist gestorben, er war Zahnarzt, hat einen Herzinfarkt gehabt. Ach, der ist dann auf der Straße vor euren Augen gestorben? Genau, richtig. Mhm. Und dann kam auch die Polizei, war bei uns im Laden drin, hat mit der Familie gesprochen. Die Frau stand auch unter Schock, sagte, ja, warum denn? Wir haben schönes Wetter und. Dann sagte der Polizist, ja, hatte der denn irgendwelche Sorgen? Sagte sie, ja, unser Sohn hat Krebs, der hat sich sehr viel Gedanken drum gemacht. Mhm. Ja, und ich mache mir die Vorwürfe halt, weil ich falsch reagiert habe. Ich denke, er hat mich verflucht. Hört sich ein bisschen krank an. Hat sich verflucht, dieser Mann? Ja, weil ich hatte ja, wie gesagt, mich in sein Pipi reingekniet. Und kurz danach hatte ich eine Knieoperation gehabt. Die Operation ist misslungen und ich habe eine Entstellung im Knie. Ich musste den Beruf aufgeben. Ach. Ja, und dann lag ich irgendwann mal in der Badewanne, habe an ihn gedacht, habe seine Augen vor meinen gehabt. Auch plötzlich ging das Licht hier aus im Badezimmer. Weder ist die Birne durchgeknallt oder jemand hat den Schalter ausgemacht oder sonst was. Ich wohne seit 25 Jahren hier. Es ist noch nie sowas passiert. Warum meinst du denn, Lara, dass er dich verflucht hat, weil du nicht früh genug hilfst? Weil ich nicht richtig reagiert habe. Du hättest noch schneller den Krankenwagen anrufen sollen. Nee, wir haben ihn ganz runtergezogen von der Scheibe. Wir haben ihn dann ganz richtig beatmet. Mhm. Aber du warst wahrscheinlich in dem Moment geschockt und vollkommen überfordert und wusstest nicht, was du tun solltest. Natürlich. Mhm. Aber wie gesagt, weil seitdem ist mein Knie total entstellt, ich kann nicht mehr diesen Beruf ausüben, musste das aufgeben. Ja. Ja, und wie gesagt, dann lag ich in der Badewanne, hat an ihn gedacht, seine Augen habe ich immer noch vor meinen Augen. Mhm. Und seinen letzten Atemzug alles. Ja, und wie gesagt, plötzlich ging das Licht im Badezimmer aus, während ich am Baden war. Ja. Wie lange ist das her? Aber bestimmt schon über 4 Jahre. Über 4 Jahre. Und du kriegst das wahrscheinlich nicht aus deinem Kopf heraus. Nee, ich kann ganz beschlafen, nur noch mit Licht und es muss mal einer da sein. Also alleine geht gar nicht mehr. Weißt du, ich würde ja schon glauben, wenn da jetzt ein Wille hinterstehen würde, ein böser Wille deinerseits damals, warum auch immer, dass du dem nicht geholfen hast, dass das vielleicht
dass man sowas sagen kann, da liegt ein Fluch drauf. Aber du hast ja nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt oder warst überfordert und wusstest nicht, was du tun solltest. Ja, ich habe auch mit Freundinnen darüber geredet, die sagten, ja, du hast ja versucht, ihnen zu helfen, aber ich habe ihnen nie richtig gesagt, dass ich das nicht richtig gemacht habe. Ja, und wie gesagt, mit dem Knie und so macht mir schon Gedanken. Dann meinten die so, ja, vielleicht will er dir ein Zeichen geben. Ja, was für ein Zeichen denn, indem der mir mein Leben versaut hat? Nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, du müsstest von dieser Schiene runter, dass das ein Fluch ist. Denn das wird dich so sehr fesseln und das hat mich schon gesagt. Ja, das glaube ich. Und das kann auch zu schweren, so autosuggestiven Dingen kommen, wenn man daran so sehr glaubt. Ja, weil also ich komme gar nicht mehr klar abends und seitdem Badezimmergeschichte ist nicht vorbei, da ist endgültig. Pass mal auf, Lara, ich weiß gar nicht, ob du das so mitkriegst. Also es rauscht fürchterlich und ich möchte das den Zuschauern und Zuhörern nicht zumuten. Von dir möchte ich mich jetzt verabschieden, aber wir werden dich jetzt nochmal anrufen, das heißt meine Psychologin, die Heide, damit ihr da mal ein bisschen eingehender drüber sprecht. Ja, okay. Von dir verabschiede ich mich schon mal, wünsche dir alles Liebe und alles Gute und hoffe, dass du aus dieser Nummer, aus dieser Fluchnummer rauskommst. Ja, hoffe ich auch. Alles Gute. Danke. So, ihr Lieben, jetzt werden wir die Sendung unterbrechen und ich hoffe, dass meine Kollegen irgendwas zaubern können, weil so können wir die nicht machen, die Sendung. Das geht allen Leuten auf die Nerven, wenn das so sehr rauscht. Wir machen jetzt etwas Musik und versuchen mal hier ein bisschen was zu zaubern. Es klingt wunderbar. Es lag an meinem Kopfhörer. An diesem Headset, wie man das so nennt, da war irgendwas nicht in Ordnung. Jetzt habe ich hier ein Reserve-Headset. Sieht im Fernsehen nicht so schön aus, weil hier vorne sowas Rotes ist, aber das ist ja egal. Wir können ja reden und das ist das Allerwichtigste. Also ich sag's nochmal für die, die gerade vielleicht einfach weggeschaltet haben, weil es nicht zumutbar war, wegen der Rauscherei. Unser Thema heute Nacht heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Und ich möchte gerne mit euch sprechen, die ihr so etwas erlebt habt. Beispielsweise der Straßenbahnschaffner, vor dessen Zug sich ein, oder Fahrer, vor dessen Zug sich ein Mensch geschmissen hat, der sich das Leben nehmen will. Oder vielleicht mit Leuten, die im Rettungsdienst arbeiten, die sehr, sehr schlimme Dinge gesehen haben, die sie eigentlich nicht loswerden. Oder auch eben über Arbeitsunfälle, schwere Arbeitsunfälle, die ihr erlebt habt, die euer Leben prägen. Schockerlebnisse bei der Arbeit, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Weiter geht es jetzt mit dem Gero und Gero ist 31 Jahre alt. Hallo Gero. Hallo Domian, das ist aber nett, dass wir mal wieder miteinander sprechen können. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Zum Thema Schockerlebnisse bei der Arbeit. Ja, ich habe dich mal angerufen, lieber Domian, weil ich auch so ein Schockerlebnis gehabt habe. Und zwar bin ich Pfarrer in der evangelischen Kirche von Kuessen-Waldeck. Ja. Das ist die Kirche von Hessen, die so im Norden und Osten des Bundeslandes Hessen anzusiedeln ist. Mhm.
Wir haben so eine Besonderheit in unserer Kirche. Das nennt sich bei uns Notfallseelsorge. Mhm. Wenn ein schwerer Unfall passiert oder zum Beispiel eine Todesnachricht zu überbringen ist, dann werden bei uns die Pfarrer benachrichtigt, im Allgemeinen durch die Leitstelle, um eben diese Nachrichten dann zu überbringen. Mhm. Und wir werden eben auch ganz häufig wirklich selber an Unfallstellen gerufen, bei schweren Unfällen, bei Massenkarambolagen auf Autobahnen und Ähnlichem, und haben dann ja das nicht immer ganz leichte Schicksal, dort Sterbende oder schwer Verletzte eben zu betreuen. Mhm. Und ja, da hatte ich eben selber auch mal so ein heftiges Erlebnis. Da war ich zu einem Unfall gerufen worden, vor anderthalb Jahren war das, im Herbst 2005. Da hatte sich ein Mann hier aus der Region totgefahren auf einer unserer serpentinenreichen Straßen zwischen den Dörfern hier. Mhm. Und man wusste eben noch nicht so genau, ob er sich totgefahren hätte, sonst wäre ich ja nicht gerufen worden. Ja. Aber es war eben so, dass sie ihn dann rausgeschnitten haben und dann das, was eben bei so hohem Tempo, wenn man voll gegen einen Baum kracht, eben noch übrig bleibt, dann eben sozusagen rausgeholt haben. Mhm. Das war wirklich so ein albtraumartiges, traumatisches Erlebnis, kann ich dir sagen. Und du warst daneben, du standst daneben, warst dabei, als der Mann rausgeschnitten wurde. Exakt. War er da schon verstorben? Ja, also man hatte mich relativ schnell benachrichtigt über die Leitstelle und es war eben so, dass es in der Tat nicht feststand, ob er tot war, weil es auch keine Zeugen von diesem Unfall gab. Ja. Sondern einfach nur Leute gesagt hatten, da ist ein sehr schwerer Unfall passiert. Ja. Was hast du denn dann gesehen? Ja, eigentlich ziemlich alles. Ich wohnte da also wirklich ein paar Meter von der Feuerwehr entfernt und bin dann auch gleich eben los und traf dann wenige Minuten nach der Feuerwehr an, die mich eben als Notfallseelsorger dann auch an die Unfallstelle heranließen und sagten eben mir dann allerdings relativ bald, so wie sie es sehen, aufgrund der wohl sehr hohen Geschwindigkeit sei eben nichts mehr zu machen. Mhm. Ich könnte mich aber um die Einsatzkräfte kümmern, die hier auf den Dörfern das eben auch nicht alle Tage erleben. Das ist kein Vergleich mit Kassel oder eben Städten wie Köln, wo sowas ja nun ständig wird. In welchem Zustand war denn der Körper des Verstorbenen? Völlig zertrümmert, wobei es also interessant war, wenn man das Wort überhaupt so sagen darf, dass es in der Tat nicht so war, dass demjenigen jetzt irgendwas gefehlt hätte oder so. Mhm. Also es waren noch alle Gliedmaßen dran, aber als sie ihn rauszogen, war es also wirklich nur noch so eine breiige Masse, wo man also ganz deutlich merkte, dass da kein Knochen mehr ganz war. Ja, war das Gesicht auch schwer verletzt? Nee, man hat es eigentlich nicht viel gesehen. Das waren Blutspuren über der Kleidung, aber das war eigentlich schon so ziemlich alles. Es war also einfach so, dass... Der Körper war hoffnungslos zertrümmert. Man hat also, sie zogen ihn raus und es gab überhaupt keinen Widerstand mehr. Es war wie so eine Puppe, wie so ein Crashtest. Das muss ich nochmal fragen. Gerade am Anfang, als wir begonnen haben zu sprechen, hatte ich nochmal eine kurze Störung auf dem Kopfhörer. Du bist Pfarrer. Ja. Du bist Pfarrer, ja, da hatte ich das doch richtig verstanden, ja. Du sagst, dass du öfters zu solchen Einsätzen geholt wirst, hast aber jetzt diesen besonders hervorgehoben. Ja. War das besonders schlimm für dich? Ja, das fand ich also wirklich sehr albtraumartig. Häufiger auch nicht, aber es kommt eben ab und an vor, dass man eben gerufen wird, um Todesnachrichten zu überbringen, zum Beispiel auch nach Suiziden. Dann ist es eben so, dass die Polizei uns benachrichtigt und wir fahren dann mit der Polizei eben hin zu den Angehörigen. Mhm. Die Polizei geht dann sozusagen mit bis an die Haustürschwelle. Und wir machen dann eben die Begleitung eben dann der Angehörigen. Eine sehr schwere Aufgabe und sehr schwere Arbeit, ja, denke ich. Ja. Du also bist das doch sicher. War wirklich sehr albtraumartig, weil damals war ich gerade mal 29 und hatte sowas auch noch nie gesehen. Ach so. Und muss sagen, war da auch so relativ selber mit überfordert. Bist du denn dann noch länger an der Unfallstelle geblieben und hast dich um die Helfer auch noch gekümmert? Ganz genau, Domian. Also meine Aufgabe war dann eben, mich um die beiden Feuerwehren, die örtlichen Feuerwehren, die eben angerückt waren, aber eben beides keine Berufsfeuerwehren waren, eben zu kümmern um die Leute, die zum Teil noch recht jungen Menschen, zum Teil ja jünger als ich. Obwohl man sich auch um dich hätte kümmern müssen, weil es für dich auch so ein Schock war. Ja, ich muss sagen, für mich fing dann die Arbeit erst im Nachhinein an, das eben in Supervision oder so dann eben nochmal aufzuarbeiten. Ja, was heißt Supervision? Was macht ein Pfarrer, der etwas erlebt, was selbst ihn, also den Pfarrer, umhaut, so wie du es gerade beschrieben hast. Was macht man dann? Ja, man geht zu sogenannten Supervisoren,
Hier bei uns heißt das Pastoralpsychologe. Das sind Menschen, ausgebildete Pfarrer, die so eine Psychologie-Spezialausbildung haben, die sich dann wiederum um uns auch kümmern. Achso, dann wird das aufgearbeitet. Man kann da hingehen, man erzählt, was man erlebt hat und man kann über die Empfindungen sprechen und so weiter. Wie sehr hilft dir dein Glaube bei der Verarbeitung solcher schweren Eindrücke? Sehr, muss ich sagen, Domian. Also wenn ich das, was ich dann so manchmal hier eben mitkriege oder auch über Kollegen mitkriege, so sehe, wenn ich dann meinen Glauben nicht hätte, dann würde ich ehrlich gesagt manchmal an dieser Welt verzweifeln. Gerade wenn dann eben auch so Fragen der Schuld aufkommen. Wir hatten jetzt erst vor kurzem einen sehr schweren Unfall hier auf meinem Gebiet direkt, wo ich zuständig bin, wo ein Gemeindeglied zwei Motorradfahrer totgefahren hat. Wenn man sich dann eben die Frage der Schuld eben auch stellt, dann ist es für mich letztlich ganz wichtig, dass ich da diesen Glauben habe und dass ich weiß, dass Gott vergibt. Was sagst du Menschen, die eindeutig Schuld tragen, die eindeutig die Schuld haben, vielleicht am Tod eines anderen Menschen? Was sagst du denen? Ja, oh, das ist aber auch eine wirklich gute und schwere Frage. Ich weiß nur in den Momenten, dass wir all das eben auch Gott in seine Hände legen dürfen. Das ist für mich in dem Moment wichtig, dass er sehr viel mehr auch noch verzeihen kann und bei ihm das auch möglich ist. Was eben auch. Also du kannst, ich sag's mal so salopp, du delegierst es ab nach oben. Nö, das würde ich unbedingt sagen, denn vor unserer Justiz mag der ein oder andere immer wieder schuldig sein. Aber vieles ist eben auch einfach menschliches Versagen. Weißt du, wenn du jemanden beim Abbiegen übersiehst, dann ist das menschliches Versagen. Das mag als Schuld gelten, aber trotzdem könnte uns das wahrscheinlich allen passieren, jeden Tag. Wirst du auch immer wieder zu Kranken geholt und du bist dabei, wenn diese Menschen sterben? Ja, auf jeden Fall. Das auch, ist natürlich eher sogar mein alltägliches Brot, dass ich Menschen in den Krankenhäusern, den beiden hier in der Region eben begleite und eben da natürlich wiederum auch versuche, wenn es da um Schuld geht, eben mit ihnen darüber zu sprechen. Aber wenn du so viel dann auch mit Tod, mit Leid und Sterben konfrontiert bist und wenn du sagst, dass du auch sehr viele Menschen in den Tod begleitest, wie sehr färbt das auf dein Leben und auf deine Stimmung ab? Also da kann ich eben nur sagen, dass mir der Glaube eben wiederum wichtig ist und dass ich mich da ganz gut getragen und geborgen weiß. Also ich denke, ich führe ein ganz fröhliches, normales Leben. Mir geht's gut. Ich glaube auch, mal abgesehen von dem Glauben, das ist so eine wichtige Arbeit, die du da leistest, dass man allein deshalb schon nicht irgendwie verfinstert oder runtergezogen wird, sondern weil man weiß, dass man etwas sehr Wichtiges und so ein Mensch. Ich weiß, dass ich es für Menschen tue. Ja, genau, sorry, genau das wollte ich gerade sagen. Total wichtig und dann sehe ich eben auch meine höhere Berufung da noch ganz klar dahinter. Aber entscheidend ist für mich in dem Moment immer der hilfsbedürftige Mensch, sei nun im Krankenhaus oder eben auf der Straße irgendwie verunglückt. Nun hast du schon viele Erfahrungen gemacht und einige Jahre im Dienst. Also viele sind es noch gar nicht. Ein paar Jahre aber. Bist du immer noch aufgeregt und hast Angst, wenn ein Anruf kommt, da ist ein Unfall und da sollst du hinkommen? Ja, auf jeden Fall, denn so häufig hat man das nicht. Das hat man nicht jeden Monat oder so. Das hatte ich jetzt hier in meiner Amtszeit das erste Mal, dass eben so ein schwerer Unfall passierte. Und dann ist man absolut aufgeregt und man muss sich erstmal sammeln und überlegt sich, was sagt man jetzt dem Betreffenden, dem Verursacher oder was kann man, wenn man eben Verletzte vorfindet, dann dort an der Unfallstelle sagen, was sagt man den Rettungskräften. Oder vielleicht auch Angehörige, die dabei noch sind, die unverletzt geblieben sind. Oder eben, wenn man dann die Nachricht überbringen muss. Oder so, genau. Das ist auf jeden Fall immer wieder eine Herausforderung und wichtig ist eben, dass man dann derjenige ist, der irgendwo auch noch die Nerven behält. Das hilft ja niemandem, wenn man da dann auch mitweint. Also, wichtige und gute Arbeit, die du da machst und leistest. Hut ab und Respekt. Und wünsche dir alles Gute und viel Kraft für all die vielen Einsätze, die wahrscheinlich dann noch vor dir liegen werden. Ja, ich hoffe, es sind nicht so viele. Immer abwarten, hier auf dem Lande passiert ja Gott sei Dank nicht so viel wie bei euch in den Städten. Aber wenn gerade so hier in der Motorradfahrersaison hier rund um den Edersee und den Diemelsee ist das Motorradfahren sehr beliebt, passiert dann schon einiges. Natürlich, genau wie wir aufrufen doch, dass diese Menschen ein bisschen vorsichtig fahren wollen, denn das ist zum Teil wirklich ganz grausam, was hier gerade auch in den letzten Tagen seit dem schönen Wetter wieder passiert ist. Das ist in der Eifel ist es auch sehr schlimm, im Bergischen Land, hier in Nordrhein-Westfalen. Insofern weiß ich, wovon du da sprichst. Lieber Gero, danke für deinen Anruf und von Herzen alles Gute wünsche ich dir. Ich möchte dir auch danken. Ich sehe dich auch so bereits schon seit wirklich vielen Jahren, also eigentlich durch mein ganzes Theologiestudium durch. Ja.
Und du hast mich viele Nächte begleitet. Und ich finde es ganz klasse, wie du deine Arbeit machst. Und ich denke, auch du machst einen ganz, ganz wichtigen Job. Und ich danke dir sehr. Du bist menschenseelsorgerlich, so von meiner Sicht her, auch ganz toll. Schön zu hören und vor allen Dingen aus deinem Munde das zu hören. Vielen Dank. Gero, alles Gute wünsche ich dir. Danke, tschüss. Dir auch, Julian. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unser Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Was habt ihr bei eurer Arbeit schon mal sehr Schlimmes erlebt? Etwas, das ihr gar nicht so vergessen könnt, das euch vielleicht schon seit langer Zeit begleitet oder vielleicht ist auch vor kurzem sehr aktuell etwas passiert. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter der genannten kostenfreien Telefonnummer oder mailt unter domian@wdr.de. Andreas ist hier und Andreas ist 25 Jahre alt. Hallo Andreas. Hallo, bin ich jetzt dran? Du bist jetzt dran, ja. Ach, hallo Domian. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Auch zu unserem Thema hast du dich gemeldet. Warum? Und zwar vor 2 Jahren. Ich habe in einem Lebensmittelmarkt gearbeitet. Mhm. Ich bin gelernter Kaufmann. Mhm. Und da bin ich ein bisschen mehr als zwei Jahre sind es jetzt her, bin ich überfallen worden. Mhm. Und du alleine oder waren noch mehrere Leute? Das ist ein getrennter Getränkemarkt gewesen. Und da warst du alleine? Da war ich alleine. Ich habe gerade eben Dienst gehabt. Mhm. Das war von mittags 12 bis abends, glaube ich, um 8. Und um wie viel Uhr kam der? War der Überfall? 3, halb 3, halb 4, so um den Dreh. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr wirklich so, so genau, weil ich in den letzten 2 Jahren eben einiges verdrängt hatte deswegen. Mhm. Vielleicht erstmal kurz zur Geschichte. Der Herr ist reingekommen, es war zum Glück keiner im Laden. Also ein Einzeltäter war das? Es war ein Einzeltäter. Ja. War der Täter maskiert? Er war in Motorradkluft, ja, aber nicht maskiert. Also das Gesicht konnte man erkennen? Das konnte man gut erkennen, Gott sei Dank, sonst hätten die den wahrscheinlich auch gar nie gefasst. Ja, also der kam rein, wie ging es dann weiter? Hat mich eben angesprochen, ob ich ihm was helfen könnte. In meiner saloppen Art habe ich zu ihm gesagt, ja klar, um was geht's denn? Mhm. Und dann hat er aus der Brusttasche eine Pistole gezogen. Mhm. Und hat die mir halt auch ins Gesicht gehoben. Innerhalb von Sekunden? Das waren innerhalb von Sekunden, ja. Und was hat er dann gesagt? Er möchte Geld haben, aber er hat gesagt, Geld her. Mhm. Und dann bin ich mit ihm zur Kasse. Das waren auch nur noch 2 Meter. Jetzt schüttelt es mich schon wieder. Ich mag's. Kannst du es erzählen? Bitte? Kannst du es erzählen? Oder? Ich kann schon, wenn du mir einen kleinen Moment Zeit lässt. Ja, natürlich, ja. Also ist es eben überhaupt nicht wirklich, auch heutzutage noch ist es nicht wirklich leicht für mich darüber zu reden. Zu erzählen, ja. Reden. So, der sagte dann Geld und es war nicht weit weg von der Kasse. Eben, wir sind dann zur Kasse, ich habe mich hingesetzt, habe die Kasse aufgemacht, er hat in die Kasse gegriffen, hat mir die Pistole eben unterhalb von der linken Niere angesetzt und als er alles eingepackt hatte, hat er dann, ich sag ja, die ganze Therapie, wo ich gemacht habe, beinahe für den Arsch. Jetzt kommt das alles wieder hoch. Es kommt wieder hoch, ja. Mhm. Also ich bin immer so weit, dass ich heule, aber... Wenn du meinst, dass du es nicht erzählen kannst, dann sag mir das. Du musst es ja nicht erzählen. Aber wenn es geht, dann können wir ja langsam einfach weitermachen. Langsam wäre, glaube ich, ganz gut. Ja. Nee, wie viel Geld war denn da in der Kasse? Ich muss wirklich raten, es waren vielleicht 500 bis 700 Euro. Ja, also nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes, nee. Aber jemand, der angeblich drogensüchtig ist, ist es ja, Geld. Ja. So, dann hat er dir das Geld dann genommen. Er hat das Geld genommen und hat dann, entschuldige, dass ich unterbreche, hat das Geld eben genommen und hat dann zu mir gemeint, wenn ich jemandem davon erzähle, was wirklich Blödsinn ist, weil ich muss es ja melden, er hat gesagt, er würde dann zurückkommen und es mir heimzahlen. Und ist dann abgehauen? Er ist dann abgehauen, ja. Ja. Ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen, habe einen Kollegen im anderen Markt drüben angerufen. Immerhin, das konntest du noch. Ja, das konnte ich, aber unter Tränen und mit Zittern und... Und der ist dann auch zu dir dann in den Laden hoffentlich dann sehr schnell gekommen? Oder hat der gleich die Polizei benachrichtigt? Meine Chefin hat dann die Polizei angerufen, nachdem sie auch drüben war, weil sie hat nämlich... der Kollege hat eben durch den zweiten Laden geschrien,
Der Andreas ist überfallen worden und meine Chefin hat halt eben verstanden, der Andreas ist gefallen. Ach so, ach so. Ja, und dann kam die erst drüber und danach die Polizei war innerhalb von 5 Minuten oder 10 ja. Minuten, lass mal 10 Minuten sein, war die da. Wie lange hat das denn gedauert, dass du dann einigermaßen wieder so zur Besinnung kamst? Du hast ja da dann deinen Sofortschock bekommen. Zur Besinnung? Mhm. Konntest du bei der Polizei schon eine Aussage machen, als die kamen? Das habe ich dann am Abend gemacht, weil ich bin zu einer Ärztin gefahren worden mit dem Sunny. Ja. Und die hat mich aber groß nicht wirklich beachtet. Die hat mich mit Beruhigungsmittel vollgepumpt. Mhm. Und dann ging es mir erstmal ziemlich schlecht, weil ich noch andere Medikamente habe, die ich heute noch nehmen. Mhm. Und darauf wollte ich gar nicht hören, hat mich da eben vollgepumpt, hat mich links liegen gelassen. Und ich habe dann irgendwann auch zu ihr gesagt, Frau Doktor, ich gehe jetzt. Ja, also war das keine große Hilfe. Nur hast du gerade gesagt, Gott sei Dank, dass das Gesicht erkennbar gewesen ist, sonst hätte man ihn nicht bekommen. Man hat ihn bekommen. Man hat ihn bekommen. Weil du ihn so genau beschrieben hast, oder gab es eine Kamera in dem Laden? Ich konnte ihn beschreiben, aber Domian, das ist jetzt ganz witzig. Und zwar, ehemaliger Arbeitskolleg von dem, wo mich überfallen hatte, stand vor dem Laden und hat den gegrüßt. Mhm. Ja, und der hat mich zurückgegrüßt und noch eine Bekannte von mir, die auch gerade eben einkaufen war mit ihren 2 Kindern, mit ihrem Mann. Mhm. Die standen vor dem Laden und der Täter kam raus oder ging rein und die haben den Täter gegrüßt. Habe ich das so richtig verstanden? Der ehemalige Arbeitskolleg von dem hat ihn gegrüßt, ja. Warum? Kannte er den? Die kannten sich ja eben von ehemaligen Arbeitsstelle. Und ja, wie gesagt, meine Bekannte war eben auch im anderen Laden und hatte den eben vorher schon gesehen. Mhm. Also nochmal, um es zu klären, dieser Täter war ein ehemaliger Arbeitskollege. Von einem Kunden von mir, genau. Von einem Kunden. Und der vor der Tür, der den Täter gegrüßt hat, das war auch ein Kollege? Nein, das war dieser Arbeitskollege. Auch ein Arbeitskollege. Also der Täter war ein ehemaliger Arbeitskollege und vor der Tür stand auch ein Arbeitskollege. Ja, haben wir so richtig verstanden jetzt? Nicht ganz. Also, egal. Aber auf jeden Fall ist der Mann durch jemanden erkannt worden, weil der Täter früher bei euch gearbeitet hat. Nein. Domian, das habe ich mich ein bisschen falsch verstanden. Mhm. Und zwar von einem, derjenige, wo den erkannt hat, neben meiner Bekannten, das war ein ehemaliger Arbeitskollege von dem, wo mich überfallen hat. Okay, wie auch immer. Auf jeden Fall ist dadurch eine Spur gelegt worden und man hat diesen Mann erkannt und wusste, um wen es sich handelt. Genau. Ja. Wie lange hat es gedauert, bis man den Mann dann bekommen hat? Also, ich war dann nach dem Überfall war ich 3 bis 4 Tage krankgeschrieben. Mhm. Ich glaube, am letzten Tag meiner Krankschreibung, war Mittwoch oder Donnerstag. Ah, also, so schnell. Da hat man den in Freiburg eben geschnappt. Mhm. Es ist dann sicher zu einer Verhandlung gekommen? So wie ich mitgekriegt habe, ja, weil ich war nachher nochmal wegen Landratsamt hier bei uns in der Gegend, war ich zu einer Nachsorgeuntersuchung. Also du musstest nicht vor Gericht aussagen? Ich muss leider nicht, ehrlich gesagt. Leider nicht? Ich dachte, dass es für dich dann sehr schwer gewesen wäre, diesen Mann nochmal zu sehen und dann nochmal konfrontiert zu werden mit dem Vorfall. Es wäre schwer für mich gewesen, aber ich wollte ihm schon mal nochmal in die Augen treten, vor allem wenn er das Urteil erwartet. Wie ist das Urteil ausgefallen? Wie ich von dem Psychologen, wo ich eben vom Landratsamt war, mitbekommen habe, hat er 8 Jahre plus Sicherheitsverwahrung gekriegt. Oh, das ist aber ein hartes Urteil. Dann, es muss man aber sagen, er hat 3 Kilometer weiter noch eine Schlecker-Filiale überfallen gehabt. Mhm. Ich hoffe, ich darf das sagen. Naja, nur ist es gesagt. Okay. Nee, also er hatte noch einiges andere auf dem Karpholz. Also laut Gerüchten waren es zwischen 14 und 18 Überfälle innerhalb von 2 Monaten. Ah, ja. Dir geht das heute nach 2 Jahren noch so sehr nahe, das haben wir ja gerade gemerkt. Und du hast gerade so eine Andeutung gemacht, du hast auch Therapien gemacht, deshalb, und stimmt das? Ich habe unter anderem deshalb eben noch eine Therapie gemacht. Da war noch was anderes, weil letztes Jahr Ex-Freundin von mir hat sich getrennt und kam alles zusammen. Da habe ich gedacht, ich brauche Hilfe. Mhm. Und
Aber offensichtlich ist es noch sehr präsent, dieses Thema, für dich. Wenn ich darüber so rede, ja. Mhm. Arbeitest du denn, oder bist du danach dann wieder in diesen Getränkemarkt arbeiten gegangen? Ja, bin ich. Mit was für einem Schreck. Jedes Mal, wenn jemand hinter mir stand, bin ich zusammengezuckt. Arbeitest du heute auch noch in diesem Markt? Nein. Nein, das nicht mehr. Mhm. Nein, man hat mich letztes Jahr gekündigt. Ach so, gut, das ist noch ein anderes. Nicht gut, aber ein anderes Thema. Aber weißt du, was ich gut finde, dass du dann doch wieder dahin gegangen bist, dass du dich dann auch vielleicht dieser Angst ausgesetzt hast und hast nicht einen Bogen gemacht um diesen Getränkemarkt. Ich glaube, das war eine gute Verhaltensweise. Aber da dir das so nahe noch geht und das haben wir ja gerade alle gehört, möchte ich gerne, dass du in Ruhe mit meiner Psychologin jetzt weitersprichst. Einverstanden? Ja. Nicht? Du musst es nicht. Ich wollte es dir nur anbieten. Nein, ich meine, ich dachte eigentlich, ich habe es wirklich so arg wie früher, geht es mir nicht mehr nach. Mhm. Aber vielleicht ist es ganz gut, einfach mal so zum Auffangen nach unserem Gespräch hier, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Das muss ja kein tiefen psychologisches Gespräch sein. Damit es dir dann ein bisschen besser geht danach und du nicht so aufgeregt dann jetzt zu Hause bist. Ja? Doch, das ist okay. Dann machen wir das so. Lieber Andreas, danke dir recht herzlich für den Anruf. Bin froh, dass doch alles gut über die Bühne gegangen ist. Und du legst auf und wir rufen dich jetzt sofort wieder an. Das heißt, meine Psychologin. Alles Gute wünsche ich dir. Darf ich dir noch schon was sagen? Ja, bitte. Ich finde es wirklich super, dass du das mit der Sendung schon seit Jahren so machst. Danke. Freut mich, dass du sagst. Ja, und mach weiter so, gell? Vielen Dank, Andreas. Wir melden uns gleich bei dir. Okay. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Was habt ihr Schlimmes während oder bei oder durch eure Arbeit schon erlebt? Sascha begrüßt sich herzlich und Sascha ist 35 Jahre alt. Hallo Sascha. Hallo Jürgen. Hallo Sascha. Was ist bei dir passiert? Ja, ich möchte ein schockierendes Erlebnis aus einem Fotogroßlabor erzählen. Aus einem Fotogroßlabor? Genau, da muss ich mal einmal kurz noch einmal erklären zum Verständnis. Fotogroßlabor bedeutet halt industrielle Bildverarbeitung von großen Massen. Die ganzen Bilder von Schlecker, was wir gerade hatten, DM. Du bist aber gut mit Schlecker. Karstadt und so weiter, also die ganzen großen Firmen, die geben halt ihre Bilder in Fotogroßlabore, wo ungefähr 30.000 bis 40.000 Aufträge pro Tag entwickelt werden, mit maximal so bis zu 1 Million Bilder, die dort pro Tag entwickelt werden, damit man sich einmal die Masse so vorstellen kann. Da treten natürlich dann diese Anonymität, gerade bis vor einigen Jahren, ich habe auch bis vor einigen Jahren dabei gearbeitet, wo noch nicht die Digitalfotografie halt ihren Siegeszug angetreten hat, sind da natürlich dann auch fragliche Bilder entwickelt worden, wie zum Beispiel pornografische Bilder. Weil dort auch Kleinkunden ihre Sachen nehmen. Genau, jeder Privatmann. So, also nicht nur die Großen, sondern Kleine auch. Genau, kleine, jeder einzelne Mensch, der kann dann hingehen, steckt sein Bild in diese Auftragstüte. Verstehe. Und wirft das ab. Völlig anonym. Ja. Und dementsprechend sind natürlich dann auch so Bilder gekommen, zum Beispiel gewaltpornografische Bilder, kinderpornografische Bilder, Nazi-Bilder von irgendwelchen Waffenliebhabern, die natürlich illegale Waffen hatten. Lass mich da gleich mal einhaken. Wenn da kinderpornografische Bilder aufgetaucht sind, werden die ganz normal entwickelt und wieder zurückgegeben oder wird da nicht die Polizei benachrichtigt? Genau, die wird natürlich benachrichtigt. Die muss benachrichtigt werden. Genau, muss einmal benachrichtigt werden, nur die Schwierigkeit ist einmal, dass die Bilder überhaupt erkannt werden. Durch diese industrielle Verarbeitung. Ach so. Gut möglich, dass kein Mensch diese Bilder sieht. Das ist alles so weit automatisiert. Also Maschinen entwickeln die quasi und Menschen gucken da ganz selten nur noch drauf. Sehr selten. Mhm. Bis vor, sagen wir mal, 10 Jahren gab es noch eine wirklich visuelle Bildkontrolle. Nur durch natürlich die weitere Automatisierung ist die auch immer wieder überflüssig geworden. Einfach weil die Geräte auch so gut wurden und auch aus Einsparungsgründen. Nur an einigen Schnittstellen war natürlich schon immer es gegeben, dass immer wieder Menschen auf die Bilder gucken konnten. Gerade die Damen in der Konfektionierung, die konnten drauf gucken und bei der Filmentwicklung oder Bildentwicklung. Bei der Filmentwicklung konnte man es nicht so erkennen. Jetzt bin ich gespannt, was für ein Schockerlebnis du da hast erleben müssen. Also ich habe dreimal, also was wirklich das Schlimmste ist, kinderpornografische Bilder dreimal gesehen, noch nicht mal aus der laufenden Produktion. Da kamen wirklich Mitarbeiter zu mir und haben das halt gefunden, direkt weitergegeben und auch die Polizei verständigt. Mhm. Das waren noch nicht mal Bilder aus Deutschland. Das war jeweils dreimal von einer holländischen Drogeriekette, für die auch Bilder bei uns gefertigt wurden. Ja. Und da hat sich dann die deutsche Polizei mit der holländischen natürlich auseinandergesetzt
Und das, wie es dann weiterging, haben wir auch nie erfahren. Mhm. Wir haben dann die Bilder übergeben und die Polizei hat die an sich genommen und das weiter in die Wege geleitet. Mhm. Ich denke, es wird wirklich immer so gewesen sein, dass wirklich dann entsprechend die Polizei in dem entsprechenden Fotoannahmegeschäft gewartet genau, hat. Genau, die können ja warten und aufpassen, wer das abholt und dann haben sie. Genau, und dann haben sie. Ja. Ich denke mal, dass es so gelaufen ist. Mhm. Haben wir auch eigentlich nie ein Feedback drüber bekommen. Fand ich eigentlich schade. Man möchte ja wissen, ist jetzt derjenige gemacht worden. Also kinderpornografische Bilder, das war schon, glaube ich, auch wirklich, dass es sehr schlimm ist, wenn man das sieht. Und da geht ja alles in einem, alle Bilder gehen ja rund, was da passiert ist, wie die Kinder behandelt worden sind das und so weiter. Ja, und das waren wirklich diese drei Filme, das waren immer wirklich sehr, sagen wir mal, qualitativ schlechte Sachen. Mhm. Man konnte gar nicht mehr richtig viel erkennen, aber man konnte definitiv erkennen, dass es ein Kindesmissbrauch ist. Das war schlimm genug. Konntest du erkennen, wie alt das Kind oder die Kinder waren, ungefähr? Einmal, ich meine, das ist jetzt auch schon wirklich lange her. Ich denke mal, also sehr jung. Mhm. Unter 10 weit, auf alle Fälle. Aber man konnte da auch keine Gesichter erkennen, nichts. Das muss man auch dabei sagen. Wie dann die Beweisführung hinterher bei der Polizei war, weiß ich nicht. Ne? Was gab es noch an Erlebnissen? Was mir so sehr hängen geblieben ist, war eine Sache, das habe ich auch durch Zufall gesehen. Das waren pornografische Bilder von einer Toten in so einem Sterberaum eines Krankenhauses oder Altenheims. Also das fand ich, allerdings, ja. Von der Art her sehr, sehr übel gemacht auch. Das muss ein sehr junger Mann gewesen sein. Den Kopf konnte man natürlich nicht erkennen. Also man sah den lebendigen Mensch in einer pornografischen Position. Nicht so, nein. Das waren Bilder halt. Es war eine tote Frau, die lag ja auf dem Bett, liege. Muss ein Sterberaum gewesen sein, ein Kruzifix an der Wand. Und man konnte auch das Bild der toten Frau sehen. Mhm. Und das war definitiv eine tote Frau halt. Ganz starrer Gesichtsausdruck. Und das waren ja wirklich bestimmt 10 bis 20 Bilder, die dort gemacht wurden. Und dann in mehreren Stellungen wurden wirklich halt Genitalien entblößt. Und dann wirklich sehr aussagekräftige Bilder, sage ich mal, so gemacht. So, dass man sehen konnte, dass ein Geschlechtsverkehr vorgenommen wurde? Nein, das war es nicht. Aber von der Art her, weil man sah bei jedem Bild wieder die Hände und die waren sehr jung, das konnte man sehen, deswegen tippe ich mal, vielleicht war es ein Zivildienstleister oder ein sehr junger Mitarbeiter, Krankenhaus, Altersheim, kann ich nicht genau sagen. Dass aber wirklich immer wieder die Beine halt in entsprechende Positionen gelegt wurden und dabei immer wieder fotografiert wurde. Also er hat sich selbst fotografiert quasi? Während ich selbst nicht, er hat eigentlich nur die tote Frau fotografiert. Und seine Hände quasi. Und seine Hände, ja, so weil die natürlich jetzt halten mussten, weil wahrscheinlich sonst, weil die Dame ja nur tot war. Und das war von dieser Stimmung auf dem Bild. Das ging natürlich alles sehr schnell. Das ist so eine Bildentwicklung, da laufen die Bilder sehr schnell durch. Aber kann man das dann nicht stoppen, diesen Apparat? Und das geht nur in großen Ausnahmefällen. Normalerweise, das sind immer Papierrollen von 200, 300 Metern, habe die Rolle auch sofort rausgenommen, markiert, an die Seite gestellt. Nur eine Mitarbeiterin hat die leider auch sofort konfektioniert und damit waren die Bilder weg. Ach, die waren weg. Das heißt, in dem Fall habt ihr nicht die Polizei genommen? Konnte man nicht. Konnte man nicht mal. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben, weil... Verstehe. Das ist was sehr, sehr, beides etwas sehr Schlimmes und Abgründiges. Und da guckt ihr quasi so in die Seelen der Leute rein. Ne? Ja, was geht in den Köpfen der Menschen vor, wozu immer die Menschen auch fähig sind und was da, also wirklich, was da vorgeht, das ist wirklich sehr, sehr bedenklich eigentlich. Schrecklich, ja, wirklich auch, in der Tat. Gewaltbilder, die dort auftraten, sind wirklich junge Frauen, also das war jetzt keine kinderpornografischen Geschichten, das waren vielleicht 18, 20, 22-jährige junge Mädchen, die wurden wirklich zusammengeschlagen, aber dann waren auch wieder sexuelle Akte dabei gewesen, wo wirklich 5 betrunkene Männer drumher standen, die wirklich die Frau auf Deutsch gesagt vermöbelt haben. Ich glaube, heute ist das alles noch schwieriger, einen Zugriff zu finden auf so etwas, weil die Leute ihre Fotos ja selbst entwickeln. Ne? Und Digitalfotografie. Ja, genau, oder genau so, ja. Da wird sich keiner mehr sich der Gefahr aussetzen. Arbeitest du denn heute noch in... Ich kann nicht auch sagen, das war ein Kodak-Labor und Kodak hat in Deutschland alle Labore gemacht. Schon mehrere Jahre her. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass das wirklich hängen bleibt, solche Schilderungen, solche Eindrücke, die du gerade geschildert hast. Das sind so einige nur. Ne? Ich meine, man hat viel gesehen, aber auch lustige Sachen. Aber das sind gerade diese Dinge und dieses Bild dieser toten Frau, wirklich eine alte Frau, das ist mir irgendwie hängen geblieben. Zumal
ich auch keinen Zugriff mehr hinter drauf hatte. Ne? Mhm. Wenn man dann hinter noch. Ach, das war eine alte Frau, keine junge Frau. Nein, nein, das war eine wirklich alte. Also eine alte Frau. Und dennoch solche Fotos, ja. Ja, und das muss ein Sterberaum gewesen sein. Es war ein Kruzifix an der Wand, das konnte man erkennen. Lieber Sascha, ich danke dir für den Anruf und für die Schilderungen und kann das, wie gesagt, nachvollziehen, dass man das wahrscheinlich überhaupt nicht vergisst, sowas. Das bleibt immer. Werde ich wahrscheinlich auch noch in 30 Jahren. Ja, glaube ich auch. Ist zwar nichts Schönes, aber ja, ich erzähle es auch oft. Jetzt habe ich es mal im Radio und Fernsehen erzählt. Alles Gute wünsche ich dir, Sascha. Okay, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Schockerlebnisse bei der Arbeit, das ist unser Thema heute Nacht und wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch, so wie die Barbara das gemacht hat. Barbara ist 30 Jahre alt. Hallo Barbara. Hallo Domian, ich bin 50 Jahre alt. Ach, 50 Jahre, entschuldige bitte. Ich habe 2,5 Jahre eine Beziehung gehabt und wir hatten uns gestritten und getrennt und Samstag habe ich ihn dann gesucht. Ich wusste, dass er hin und wieder, wenn wir gestritten haben, auf der Straße gelebt hat. Oder beim Freund. Ich habe ihn dann im ganzen Ort gesucht und ihn auch gefunden. Und wir hatten uns dann für Sonntag verabredet und haben 6 Stunden geredet und alles ausdiskutiert und die Fehler, die wir gemacht hatten. Wir waren beide, wir haben beide geliebt, waren sehr eifersüchtig, aber konnten auch irgendwie manchmal nicht über unseren Schatten springen. Aber wie gesagt, der Nachmittag war wunderschön, einer der schönsten Tage überhaupt, die wir verlebt haben. Und dann hat er mich nach Hause gebracht und habe ich noch gesagt, möchtest du mit reinkommen? Und da sagt er, nee, diese eine Nacht bleibe ich noch und dann kläre ich alles wieder, weil er hatte den Job aufgegeben, alles in der kurzen Zeit und ich regel das mit meinem Bewährungshelfer und dann komme ich heim. Achso, er hatte Probleme mit der Justiz und mit den Behörden. Er stand unter Bewährung, war aber soweit alles klar, bis auf dass er dann den Job dann geschmissen hatte. Und dann im Nachhinein habe ich dann auch erfahren, er ist dann auch montags zum Bewährungshelfer. Hat sich einen Termin geben lassen, kriegte von der Arbeitsstelle noch ein Restgeld, das hat er sich geholt mit den Worten, es geht wieder aufwärts und ich fange wieder neu an und ich gehe heim zu meiner Freundin und ja, und das hat er dann nicht gemacht. Er ist dann vielleicht, so wie die Polizei mir nachher sagte, hat er dann wohl wieder was getrunken gehabt und dann rief er mich auch abends an und sagte, du, ich habe hier noch was zu klären, mich hat hier jemand beleidigt, das kläre ich und dann komme ich heim. Da habe ich noch so gesagt zu ihm, und das tut mir auch voll leid im Nachhinein. Ich sage, wenn du in einer Stunde nicht zu Hause bist, dann siehst du mich nie wieder. Da sagt er nur, no baby. Ja. Und dann habe ich aufgelegt. Ja. Du heißt unsere Sendung Schockerlebnisse bei der Arbeit. Das kommt ja noch. Einen anderen Tag kriegte ich dann morgens einen Anruf vom Bewährungshelfer. Da sagt er, ey, sitzt du gut? Und ich sag, was ist los? Und da sagt er, Michael ist gestorben. Der hatte sich mit einem Kumpel getroffen, Alkohol getrunken und das erste Mal eine Schore gezogen und daran ist er gestorben. Also das heißt, er hat Heroin genommen? Mhm. Der hat nie was mit Drogen zu tun gehabt und dann bin ich dahin und dann waren die Polizisten auch schon da. Ich wollte einfach zu Michael und sagt er, sie wollen vielleicht auch erstmal nur mit uns reden und ich sag, Moment, ich möchte jetzt ganz was anderes, ich möchte einfach nur zu ihm und die haben mich aber erstmal nicht gelassen und dann, als das Gespräch zu Ende war mit den Polizisten, da wollte ich dann dahin, da hieß es, es ist keine Schwester frei, wir haben keine Zeit, müssen sie warten und dann war da ein Bruder von einem Orden und ich habe dann einfach nur bitte gesagt und da sagt er, ja gut, ich komme mit, ich nehme mir die Zeit, hat er sich dann auch, das war also der eine, der mir wirklich geholfen hat. Und heute der Tag, der war also sowas von schlimm. Ich wollte, das wird vom Ordnungsamt finanziert, diese. Lass mich nur fragen. Das ist jetzt natürlich nicht bei seiner Arbeit oder bei deiner Arbeit passiert. Doch, ist auf meiner Arbeit passiert. Ich habe ja eine Pause gemacht. Ich hatte eine Pause gemacht und während der Pause kriegte ich diesen Anruf, dass er gestorben ist. Ach so, meinst du das? Verstehe. Ich bin einfach nur weggelaufen von der Arbeit. Das verstehe ich, zum Krankenhaus drin. Er hat zum ersten Mal Heroin genommen und dann eine Überdosis offensichtlich. Oder gestrecktes. Oder gestrecktes und ist daran dann sehr schnell, weißt du das? Sehr schnell. Ja, er ist zusammengebrochen. Dann haben die noch den Rettungswagen geholt. Dann ist er nochmal wiederbelebt worden. Aber die Nacht hat er dann nicht mehr überlebt. Hast du denn noch mit ihm sprechen können nochmal? Nee, ich bin erst einen Tag später benachrichtigt worden. Ach so, einen Tag später war das erst. Ach so, das habe ich gerade nicht verstanden. Er hatte mir morgens noch geschrieben,
Ich denke mal, weil er sich da schon Alkohol geholt hatte. Den Abend vorher schrieb er noch, ich habe das Geld nicht bekommen, schrieb er ganz genau wortwörtlich, bitte keine bösen Gedanken. Und ich dachte, alles wird wieder gut, aber ohne Geld nach Hause, Fragezeichen. Das hatte, ja, das, vielleicht war die Scham zu groß. Machst du dir Vorwürfe? Ich hätte ihn den Sonntag gleich mit hochnehmen wollen, aber... Wie lange? Ich wollte ihn die Entscheidung selber überlassen. Ja. Ich wollte ihn nicht bevormunden irgendwie, weil er war jemand, den hätte man normal an der Hand nehmen müssen. Ja. Und hat er denn mit wie lange liegt das eigentlich zurück? Das ist vorgestern gewesen. Vorgestern? Mhm. Barbara, das ist ja ganz, 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 ganz frisch. Vorgestern erst. Ich habe heute versucht, eine vernünftige Beerdigung in die Wege zu leiten und man kriegt keine Möglichkeit, wenn jemand in Hartz IV war und nicht verwandt war mit ihm. Er hat keine Familie mehr. Seine Schwester suchen wir seit 1980, die finden wir nicht. Also war ich die Einzige so. Und ich habe jetzt überall versucht, eine Erdbestattung hinzukriegen. Man kriegt keine Chance. Ich habe nicht das ganze Geld und habe dann gesagt, gut, ich leihe mir die Differenz von der Urne bis zur Erdbestattung. Aber da, die Stadt, die sagt dann nur, entweder machen wir die Urnenbestattung oder sie machen alles allein. Also furchtbare Sachen jetzt zusätzlich noch zu dem Herzschmerz, zum Seelenschmerz. Ja. Hatte er denn früher schon mal irgendwie Berührungen mit Drogen? Nee, überhaupt nicht. Und mit Alkohol, ja, da fiel er manchmal wieder rein und dann wurde er auch mal ja lauter und aggressiver. Ja. Und das kam schon mal vor bei ihm, aber... Und du sagtest, dass ihr 2,5 Jahre zusammen wart. Und die 2,5 Jahre, was würdest du so über diese 2,5 Jahre sagen? War das schon im Großen und Ganzen, war das eine gute Zeit? Ich muss dazu sagen, ich bin Missbrauchsopfer, war schon verheiratet, habe auch 3 Kinder und die sind aber jetzt schon erwachsen. Und ich habe niemals jemanden so geliebt wie ihn. Und ihm ging es genauso, ja. Hast du denn jetzt jemanden, mit dem du das mal alles so etwas besprechen und beraten kannst? Oder stehst du ganz alleine da? Ich stehe alleine hier. Ganz allein? Ich habe meine Kinder, aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese Trauer gar kein anderer verstehen kann. Wie eng ist das Verhältnis denn zu deinen Kindern? Sehr gut. Sehr gut. Wie alt sind die? 27, 25 und 19. Wohnen die in deiner unmittelbaren Umgebung? Ein Mädel wohnt hier mit im Haus. Naja, das ist ja dann schon eine Hilfe, ne? Die Wohnung auch hier im Haus. Die kann dir doch sicher etwas bei den organisatorischen Sachen helfen, oder? Ja, die steht einen Monat vor der Gesellenprüfung. Die wollte ich jetzt auch nicht mitbelasten. Die ist nur am Lernen und hat selbst... Sie ist da, wenn ich sie brauche, auf jeden Fall auch meine Jungs. Ja, aber ich kann schon verstehen, dass du natürlich mit deinem Schmerz dich völlig alleine fühlst und vielleicht auch die Kinder gar nicht belästigen möchtest damit und es keinen Ausweg in den Gedanken gibt, weil es sich alles dreht. Wie hast du jetzt die letzte Nacht? Hast du schlafen können? Nein. Ich habe seit 2 Tagen nichts mehr gegessen und ich kann gar nichts mehr. Ich laufe diese Wege automatisch ab. Ich bin heute wirklich den ganzen Tag nur von einer Institution zur anderen und habe um Hilfe gebeten, dass man mir vielleicht ja diese Differenz vielleicht vorstreckt, dass ich das bezahlen kann. Und bis morgen früh haben sie mir ein Ultimatum gesetzt. Ansonsten wird er morgen früh nach Bielefeld zur Einäscherung gefahren. Und das Einzige, was ich hingekriegt habe, dass er dann zurückkommt in der Urne und dass ich mir dann hier beerdigen wollte. Aber er wollte nie verbrannt werden. Und das tut mir am meisten weh, dass ich das nicht schaffe. Hast du einen guten Hausarzt, Barbara? Ja, da war ich heute Morgen schon. Das heißt, der weiß, die kennt die Situation jetzt. Ja. Hat er dir irgendwie was aufgeschrieben, dass du dich vielleicht ein bisschen beruhigst, dass du schlafen kannst? Das hilft nicht. Hilft nicht? Dann geh morgen nochmal zu ihm. Ich finde, dass du musst ja bei Kräften bleiben. Es wäre ganz schlimm, wenn du jetzt auch noch einen Zusammenbruch bekämst. Ja. Und in der Situation sind Medikamente durchaus okay und angebracht. Was du darüber hinaus, was deine Trauer anbelangt, tun kannst, da würde ich gerne das Gespräch jetzt im Hintergrund fortführen lassen mit dir. Ja. Da ist Ruhe und da ist Zeit und dass du in Richtung Trauerhilfe ganz einfach einen Ansprechpartner findest.
vielleicht auch über einen längeren Zeitraum. Jetzt im Moment ist es noch der Schock, unter dem du stehst, und der Schmerz wird bleiben und der wird sicher noch lange bleiben. Aber damit du jemanden hast, mit dem du das gemeinsam besprechen kannst. Ja. Dann legst du bitte auf, Barbara, und meine Psychologin, die Heide, ruft dich jetzt gleich an. Ja, ist gut, danke schön. Ich wünsche dir viel Kraft und alles Liebe. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Schockerlebnisse bei der Arbeit. Und wenn ihr gerne auch mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, wenn ihr während eurer Arbeit oder wegen eurer Arbeit schon mal etwas sehr Schlimmes erlebt habt, was euch sehr nachgeht und mir das erzählen wollt. Dann meldet euch über das Telefon oder Mail domian@wdr.de. Hier ist Heike und Heike ist 34 Jahre alt. Hallo Heike. Hallo Domian. Heike, was hast du erlebt bei der Arbeit an schlimmen Sachen? Naja gut, Arbeit kann man das nicht direkt sagen. Ich war zu dem Zeitpunkt, war ich 13. Mhm. Und da war ich also praktisch von der Schule, haben wir ein Praktikum gemacht und ich bin dann halt in ein Altersheim gegangen. Ja. Und hat auch super Spaß gemacht und alles. Und die hatten da halt so ihre Macke gehabt. Und zwar war das bei denen so, derjenige, der jeden Toten findet, der muss denjenigen auch waschen. Wie, der einen Toten findet? Was heißt also, das? Also, wenn halt jemand in dem Altenheim verstorben ist, mhm, derjenige, der Pfleger, der den halt entdeckt, der muss den halt waschen. Mhm. So. Und ich bin halt, eines Morgens bin ich frisch, fröhlich, frei, bin ich halt dorthin, mhm, hab mich auf meinen Tag gefreut. Mhm. Und dann hieß es halt, die älteren Leute halt wecken und Frühstück anreichen und das alles. Ja. Und da war halt eine alte Dame, die war schon weit über 80. Mhm. Und die war schon immer irgendwie ein bisschen schwieriger, wach zu bekommen. Mhm. So, und ich habe da bestimmt eine halbe Stunde, habe ich versucht, die Frau wach zu kriegen und es war aber nichts zu machen. Warst du denn alleine in dem Zimmer mit der Frau? Ja, ja. Das heißt, dich als 13-jähriges Mädel hat man da alleine reingeschickt zum Wecken quasi. Ja, genau. Ja? Mhm. Ja. Und na gut, das war ja so, in der Situation war das ja kein Akt, die Leute wecken. Nee, klar, ja, das kann man. Genau. Oder wie auch immer. Ja, ja, klar. Mhm. Und daraufhin bin ich dann halt dort in den Aufenthaltsraum gegangen von den Pflegern, mhm, weil ich nicht wusste, was ich tun sollte. Mhm. Und hab denen das halt gesagt, da ist ein Pfleger halt mit ins Zimmer gegangen, hat sich die Frau angeschaut, Puls nachgeguckt und was weiß ich alles. Und da meinte der dann so zu mir, tja Heike, dann weißt du ja jetzt, was du zu tun hast, ne? Und ich so, was soll ich denn da jetzt da tun? Ne? Mal so, bei uns ist das so, derjenige, der halt jemanden entdeckt, der tot ist, der muss den waschen. Das heißt, die alte Dame war verstorben und du hast sie nicht wach bekommen, weil die Dame verstorben war, weil sie tot war. Genau, genau. So, und dann sagt der so salopp, ja, Heike, du weißt ja, wie das hier bei uns abgeht, jetzt musst du die waschen. Genau, ich wusste aber von gar nichts. Mhm. Ne? Ich wusste das vorher nicht, ansonsten hätte ich da nie mein Praktikum gemacht. Mhm. Ja, und musstest du denn dann auch diese Frau waschen? Ja. Du musstest die Frau waschen als 13-jährige Praktikantin? Genau. Das ist ja unglaublich. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, und ich hatte am Anfang immer so die große Klappe gehabt und ach, die Heike schafft das schon und macht das alles, ne? Mhm. Und na gut, in dem Moment wollte ich mich dann halt auch nicht kleinkriegen lassen und habe gesagt, ja, okay, ich mach's. Mhm. Musstest du das denn alleine machen oder mit einer Pflegekraft zusammen? Das musste ich alleine machen. Das musstest du auch noch alleine machen? Ja. Das kann man ja fast gar nicht glauben. Ja. Also was ist denn das für ein Altenheim gewesen? Was sind das für Zustände? Das war ein Blinden- und Altenheim, war das in Kassel. Ja, aber... Ja. Und dann hast du Mädel mit 13... Genau. ...die ein normales Betriebspraktikum, was wir alle so gemacht haben früher... Ja, so von der Schule aus. Genau, ganz genau. Und hast du die alte Dame waschen müssen? Genau. Und hast es auch geschafft? Mit Ach und Krach geschafft habe ich natürlich, weil ich habe mir in der Situation, wollte ich mir dann auch nichts nachsagen lassen. Ne? Mhm. Und du warst also ganz alleine in dem Raum da mit der toten Frau? Die Frau, die ich gewaschen habe und ich glaube noch 3 oder 4 andere lagen da unten auch schon drinne. Ach so, da lagen noch andere verstorbene Menschen? Ja, ja.
Achso, du musstest die nicht in dem Zimmer waschen, wo sie verstorben war, sondern in einem anderen Raum. Weil in dem Zimmer, die Leute waren ja nicht, die haben ja kein Einzelzimmer gehabt. Das verstehe. Waren immer so, verstehe. Die wurden Leute in einem Zimmer gewesen. Ah ja, dann wurden die Verstorbenen schnell rausgeholt und irgendwo anders hin. Naja gut, die Verstorbenen schnell rausholen, das musste ich ja auch alles machen. Und dann wurde diese Frau in einen Raum geschoben, wo schon andere Verstorbene lagen. Genau, also bin ich dann runter mit einem Pfleger, der hat mir dann die Leichenhalle gezeigt, hat mir dann halt so eine Bahre gezeigt. Das ist unfassbar. Hat die mit mir hochgeholt und dann meint er so, ja, dann sieh mal zu, du weißt, wo das Zimmer ist, du weißt, wo die Alte liegt, im wahrsten Sinne des Wortes, wo die Alte liegt. Und ich finde das unfassbar. Hast du das zu Hause erzählt? Hast du es deinen Lehrern erzählt? Ist dem Altenheim richtig Dampf gemacht worden? Sind Beschwerden losgelassen worden? Ich habe es dann meinen Eltern erzählt, ja. Haben die was unternommen? Und die waren fassungslos. Ja, ich bin auch fassungslos, was du erzählst. Die waren absolut fassungslos. Na gut, in der Situation, mein Pflegevater war ja auch so ein harter Knochen, sag ich mal. Der hat im Knast gearbeitet als Schließer. Also den hat das gar nicht groß beeindruckt. Und der meinte dann so, naja gut, sonst hast du ja auch immer eine große Klappe gehabt und jetzt hast du mal deinen Mut bewiesen. Ne? Im Klartext, die haben sich nicht beschwert. Na gut, natürlich haben sie sich dann beschwert. Die haben sich dann mit dem Altenheim in Verbindung gesetzt und alles. Ja, und was haben die zu ihrer Erklärung gesagt, die Leute im Altenheim? Ah ja, das hätten sie nie behauptet und es wäre nie der Fall gewesen. Achso, die haben gesagt, und die haben dich dann... ich hätte mich praktisch drum gerissen, ich wollte das unbedingt tun. Ist die Schule mit einbezogen worden? Die Schule ist nicht mit einbezogen worden, weil das wollte ich nicht. Das war ein Fehler, weil die hätten noch anders an die rangehen können. Aber ich wollte in der Situation, wollte ich dem Altenheim, sagen wir es jetzt einmal auf Deutsch, nicht an den Arsch greifen. Ja, also ich finde schon, dass die hätten die Konsequenzen tragen müssen, weil das ist unfassbar, was da passiert ist. Ja. So, also bist du. Ich habe dann meinen Tag halt fertig gemacht und habe auf cool gemacht in der Situation, ne? Ich sag mal mit 13, wie man das halt machen kann. Ja. Und bin dann halt heim, habe das meinen Eltern erzählt. Und kurz danach bin ich dann halt zusammengebrochen, weil mir das dann alles nochmal so durch den Kopf gegangen ist, dann habe ich das erst richtig realisiert, was ich da überhaupt in der Situation. Ja, in dem Moment, ja genau. Hast du dich denn dann so danach dann einigermaßen so berappelt wieder oder hat das schon noch lange nachgewirkt? Ich sag mal, manchmal so im Traum oder sowas sehe ich die Omi immer noch. Oder bis heute. Ja grade, bis ich die, ja, dass ich die alte Frau halt unten in der Leichenhalle wasche. Aber ich sag mal, es ist nicht mehr so schlimm, wie es vorher halt gewesen war. Ich meine, das sind jetzt 21 Jahre her. Natürlich, ja klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das damals, als du klein warst, als du 13 warst, dass das noch viele Jahre gedauert hat, bis das so allmählich in den Hintergrund getreten ist. Es war für mich sehr schwer, ja. Glaube ich wirklich. Aber ich bin dann am nächsten Tag, bin ich dann halt wieder dorthin und habe mein Praktikum weitergemacht. Ja, weil du auch tapfer sein wolltest, ne? Ah ja, natürlich, weil sonst, die haben mich immer gekannt, so von wegen auch, naja gut, die Heike hat ja eine große Fresse und große Klappe und dann... Ne? Sag mal, gab es denn da niemanden in dem Altenheim, vielleicht eine Schwester oder andere Pfleger, die das mitbekommen haben und dann gesagt haben, wie könnt ihr denn das machen, wie könnt ihr das Mädel denn da unten alleine lassen? Na gut, in der Situation waren glaube ich 3 oder 4, ich weiß es nicht mehr genau, 3 oder 4 Pfleger halt da gewesen. Und die haben das halt in der Situation bestätigt. Derjenige, der die findet, der muss die waschen. Ja. Ne? So, nun bist du damals als 13-Jährige in einen Alten- oder Pflegeheim gegangen, um ein Praktikum zu machen. Genau. Daraus schließe ich, daraus in so einen Beruf halt reinzuschnuppern. Genau, daraus schließe ich, dass sich das damals interessiert hat. Bist du dann in diesen Beruf auch reingegangen? Ich habe ihn dann nicht gelernt, aber ich habe dann jetzt mit 33 habe ich so eine Umschulung gemacht, als Pflegerin, also als Helferin. Ja, ja. Jetzt nicht direkt selber als Altenpflegerin, sondern als Pflegehelferin oder wie auch immer. Also bist wieder doch in diesen Bereich dann reingekommen? Auf jeden Fall und ich würde immer wieder in diesen Beruf gehen. Ja, das ist ja auch, dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Es ist nur etwas zu sagen gegen das Verhalten der damaligen Pfleger, die ein kleines Kind haben, in eine solche Arbeit gejagt. Das darf man nicht machen. Liebe Heike, ich danke für deinen Anruf, wünsche dir alles Gute und alles Liebe von Herzen.
Ja. Auf Wiederhören. Tschüss. Gut, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Wir entschuldigen uns nochmal für die Panne am Anfang, aber kann ja mal passieren, kann ja mal passieren. In der Technik war Annette Bastian, die uns ja schön geholfen hat und das alles hier wieder ganz schnell hingebogen hat. So, wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Uhr 1 Festival mit einer freien und offenen Themennacht. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Rund